Jutschi, Leute, willkommen zurück zu meinem Let's Play. Siege of the Breath of the Wild. Im letzten Part haben wir den zweiten Titanen befreit und Daru kennengelernt. Und der ist echt ein dufter Typ, finde ich. Und da oben ist er. Ah, ja, das ist die Echse. Warum sich ihr Kopf sich so wie eine Blume geöffnet hat, weiß ich nicht. Doch, das ist dies, Goron-Team. Nur ein neuer Zugpick. Hallo, ganz schön heiß heute, was? Du kommst wirklich zu einem günstigen Zeitpunkt hierher. Bis vor kurzem hat sich der am Todesberg noch eine Monster-Echse herumgetrieben. Aber die hat sich bereits beruhigt. Jetzt ist es hier wieder sicher. Ich hoffe, du genießt deinen Aufenthalt. Heißt es aber immer noch, Oh, hallo, Lunovo. Oh, hallo! Vielen Dank, dass du Rundania für uns besänftigt hast. Ich weiß nicht, was du im Inneren von Rundania gemacht hast, aber es sieht so aus, als hätte er sich beruhigt. Eben habe ich oben auf Rundania den großen Deruk stehen sehen. Wahrscheinlich habe ich es nur eingebildet. Nein, hast du nicht. Aber wie es auch sei, das hat mir jedenfalls neuen Mut gegeben. Ah, da fällt mir aber ein. Als ich dem Chef von dir erzählt habe, meinte er, ich sollte dich zu ihm bringen. Das war ein Befehl von Chefs, also gibt es keine Diskussion. Komm mit! Ich hätte es witzig gefunden, wenn die gesagt haben, roll mit, gesagt hätten. Weil sie sich ja im Grunde genommen ja vorwärts bewegen. Entschuldigung! Hier lang, ja. Oh, hallo! Yunobo hat mir alles erzählt. Der Jane, der Rodane besiegt hat. Ich muss zugeben, ich bin beeindruckt. Ich so glaube, und das, wo meine Rückensperzen weg waren und ich mir Rodane vorgehörte. Ist klar, Bludo, ist klar. Jetzt sehe ich wegen dir so aus, als hätte ich die Rückensperzen nur simuliert. Also, Dude, ich glaube nicht, dass du das simuliert hast. Und Yunobo hat sich auch endlich mal zusammengerissen. Aber genug von. Schau dir mal das hier an. Varudania hat sich endlich beruhigt. Jetzt können wir am Todesberg endlich wieder nach Erd suchen. Ach ja, ich muss dir noch bedanken. Wenn du willst, kannst du dir den Schatz aus meinem Haus holen. Es ist ein Schwert, das einst Daru gehörte. Dann müsstest du auch noch was anfangen können. Aber außer natürlich. Du hast Hyane war sicher das schon. Damals vor 100 Jahren hatte der hyanische Recke ein Schwert. Das heilige Bandschwert. Es heißt, das Schwert ruhe irgendwo in einem Wald. Warum suchst du nicht danach? Aber hallo. Varudamia hat sich ja zum Glück wieder angeregt. Wenn du willst, kannst du den Schatz aus meinem Hörsaal. In ein Wald. Hey, der Rückenchef tut mir nicht mehr weh. Und wo dann hier ist, gibt es auch eigentlich Ruhe. Jetzt kann ich wieder ruhig angehen lassen. Oh, ich mag Yunobo, der ist putzig. Ach ja, da muss ich immer was rausschmecken. Aber in ein Wald, da soll das Bandschwert sein. Als wenn sie nicht so sehr geändert haben, also ich meine Nintendo, da müssten sie eigentlich die verlorenen Wälder meinen. Weg damit. Bergspalter. Die Waffe des Recken Daru ist eines der stärksten Schwerter überhaupt. Daru selbst konnte es zwischen zwei Fingern halten. Janne, dagegen könnte es kaum heben. Oh. Ich würde sagen, die Gerude ist ja ziemlich hart im Nehmen und ziemlich mutig, dass sie ohne Schutzkleidung hier rumläuft. Da ist mir aber eingefallen, dass sie ja eigentlich ja vom Wüstenvolk abstammt und deswegen an Tempo gewöhnt sein muss. Heiß, heiß, heiß. Savak,
Willst du aber hier am heiligen Tag den Hof machen? Nicht wirklich. Oh, zu schade. Wer bist du? Ich heiße Ramela. Wie du sehen kannst, bin ich aus Gerudo. Ich kam hier, um Juwelen aus Geronia zu sammeln. Der Todesberg bricht nicht mehr aus, daher kann ich jetzt eckig wieder meinen Edelsteinvorrat aufstocken. Ach ja, hast du vielleicht Bernstein? Davon brauche ich eine ganze Menge. Habe ich so viel? Oh. Hallo. Uff, in dieser brennenden Hitze Edelsteine zusammen bringt mich doch um den Verstand. Oh, hast du vielleicht Dinge zu Bernstein? Wenn du sie hast, würde ich sie dir mit. Okay. Zack, zack. Danke, das hilft mir wirklich weiter. Schönen Dank. Und hier sind deine 500 Rubine. Hä? Hey? Die hat ja spitze Ohren. Eigentlich hatten die Gerudes anfangs immer runde Ohren gehabt. Andere Edelsteine kaufe ich auch. Also bring mir ruhig noch mehr. Immer 10 Stück auf einmal. Welche wenn ich brauche, das ändert sich von Zeit zu Zeit. Okay. Oh, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte mich wegteleportieren. Weil ich möchte jetzt, woanders hin. Was bedeutet verdammt nochmal das Fehler da? Links unten. Das irritiert mich so. Ja, warte mal. Ach, warte mal. Ich wollte doch zu Akala. Akala Hochebene. Na, da habe ich ja inneres Akala. Dann gehen wir mal dorthin. Und die Bombe löst sich hier auf. Aber echt. Ach ja, die Goon. Ich mag sie einfach. Die sind irgendwie so cool. Egal, jetzt ist da natürlich eine Echse. Und der... Ja. Beweg mich ein bisschen. Ich musste was trinken. Okay. Ach. Ich kann ja die Rüstung mal ausziehen. So. Hey, was? So. Okay, dann wollen wir mal gucken. Dann gehen wir mal dahin. Warte mal. Ich könnte mal jetzt eigentlich doch mal reiten. Ja. Willkommen zu in unserem Stall. Hier kannst du gewisse Ressen. Und deine Pferde. Okay. Pferd abholen. Kronk. Du möchtest also Kronk, ja? Ich kümmere mich nur schon um die Pferden. Bitte warte kurz. Tut mir leid, dass du warten musstest. Danke, dass du unsere Dienste in Anspruch genommen hast. Falls du von deinem Pferd getrennt hast, reich ein kurzer Pfiff und es kommt zu dir. Wenn dein Pferd für allerdings so weit ist, kann es dich nicht hören. Gut, und los mal. Oh! Hi, Kronk! Na, mein Süßer? Okay, das hört sich falsch an. So, hör ich. Oh, jetzt habe ich es nicht gelesen. Okay. Ja, es ist gut. Oh, und es ist sogar auch beschlagen. Ja, das ist echt geil. Also,
es gibt wirklich das Gefühl, dass man beim Reiten hat, wie es ist einfach cool. Ja. Oh, wird es abends? Oh! Scheiße! Toll! Beschütze dich. Ja, toll. Das darf doch nicht wahr sein. Wo kam der denn her? Okay, eins weiß ich. Ich bin nicht... Oh Mann. Toll. Alles klar bei dir? Tut mir leid, Kronk. Toll. Also so ausgiebig ausreiten und das genießen, das wird dann wohl nichts. Das wird wirklich nichts. Ach, toll. Oh Mann, Kronk. Ach. Sag mal! Was wäre das? You spit me right? Okay. Ich habe ja schon mehrmals oft erwähnt. Ja, ich habe es ja schon mehrmals erwähnt. Ich hasse diese Fledermäuse in Spielen. Okay, der Hammer bringt nichts. War ja auch klar. Weil... Ja, nicht wegwerfen. Hä? Was ist jetzt los? Kronk, bist du jetzt... Ich wollte sagen, bist du jetzt ein bisschen... lebensmüde geworden? Hä? So. Weil der mit... Entschuldigung. Ich werde... Kann ich ihn nicht so tätscheln? Nö. Kann ich gar nicht. Oh Mann, diese Dinger, ey. Diese nervig und... Das war auch wahrscheinlich ein Schrein. Also mit Dinger, damit meine ich diese verdammten Wächter. Ey. Also die sind so nervig. Ich will mal untersuchen, ob die irgendwas haben. Weil, ernsthaft, die sind so scheiße. Naja. Sonnesnummer kann ich einfach machen. Ach so, ich verstehe. Ich glaube, ich muss wieder die Flamme bringen. Hallo. Für, tun und hat. Hey du, was machst du denn hier? Nö, was denn? Hm? 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 Ja. Ihr wart vorher aber nicht hier gewesen. Was ist? Du bist du bei Link? Ja. Wenn du Link wärst, da gibt's etwas, das ich dir sagen muss. Kannst du irgendwie beweisen, dass du der echte Link bist? Vielleicht könntest du mir in die Wunden an der Köpfe zeigen, die du vor 100 Jahren erlitten hast. Ich soll
mich jetzt nackt vor dir machen? Entschuldigung. Wer bist du? Nee, wenn du Robello nicht kennst, darf ich dir nichts verraten. Wie kann's sein, wenn du verstehst? Was habt ihr nur für ein Problem? Toll, das sind alles Waffen, die ich brauche. Naja, das Ding ist unnütz. Na gut. Ich soll beweisen, dass ich Link bin? Wie denn? Okay, Kronk. Sei mal so lieb und bleib mal hier. Ich will mal versuchen, ob ich diese blaue Flamme kriege. Das ist ja ein Schrotthaufenplatz hier. Ich soll beweisen, dass ich Link bin? Wie soll ich das denn machen? Ach ja, interessant ist, dass ich jetzt ständig jetzt auf X drücke. Weil ich jetzt mir langsam das angewöhnt habe. Ich habe ja gehört, man kann es auch umstellen, aber irgendwie will ich es nicht. Oh nein. Warum ich speichere? Ja. Oh. Ja, da ist der Schädel. Naja, ich will jetzt nicht mehr den Kronk hier mitschleppen. Der Arme hat ja schon ziemlich durchmachen müssen, halt, dass er von einem Wächter angeschossen wurde und dann anschließend auch angerüstet. Ach, sieh mal, da war das ja. Ich soll beweisen. Warte mal, gucken wir mal Tagebuch. Da möchte ich für ein bisschen welche bekommen. Ja, okay, ja gut. Ja. Auf dem Weg muss nicht ein Sonnen sein. Es findet sich in der Region irgendwie in Nordostenregion. Da leuchtet da irgendwo der Kopfsprung, da geht Schlenzsteine. Andere Forscher, sag mal. Ach so. Okay, sonst hätte ich jetzt gesagt, okay, ich laufe jetzt los und. So. Was ich das jetzt meinen? So. Achso, ich habe das. Soll ich jetzt nochmal zurück? Und mal sehen, ob ich ihn. Ja, ich soll es ihn ja geben. Was mich aber wundert ist. Ich meine, hat den Schickerstein nicht gesehen? Kura hat es sofort registriert. Jetzt. Oh. Und auch der andere. Nein, aber der nicht? Naja, ist auch schon 100 Jahre her. Da kann schon das Gedächtnis. Wenn du links wärst, dann gäbe es ja, was ich dir sagen muss. Kannst du es irgendwie besser, als du der echte Link bist? Dann könntest du dir die Wunden an deinem Körper zeigen, die du vor 100 Jahren erlitten hast. Erstmal, ich mache keinen Strip vor dir. Und zweitens, wie haben sich bewegt wie ein Kamelkorn? Tatsächlich. Okay. Und zweitens, ich soll ich da, Dude, soll ich, so, ja,
So, aber ich könnte hier alles Mögliche sagen. Ich meine, ich könnte hier irgendwie so eine Narbe zeigen, die ich durch einen Sturz vom Pferd erlitten habe und sagen, das beweist, dass ich link bin, weil ich habe diesen Schlag bekommen, als Gordon mich ausgeschaltet hat und... Hier... Nee, davon ist er nicht. Okay, irgendwas mache ich mal wieder falsch. Naja, wenn wir den nächsten Part herausfinden, wie ich den Typen überzeugen kann. Also, sieh mal dann, ey.